Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Corporation. So, wir sind stehen geblieben bei der schönen Sache, dieses Schiff flott zu machen. Ja, das können wir später machen, die. Also, was brauchen wir denn? Die Sachen hatten wir ja schon alle. Navigator, Sensor, Kommunikation, Transgalaktik, ja, hatten wir auch. Das hatten wir auch. Obwohl, wir haben, glaube ich, bestimmt nicht genug. Ja, überhaupt nicht genug. Hier ist die Frage, ob wir die Sachen nach oben oder nach unten tun. Dann haben wir noch nicht genug Cooling Units. Ja, da haben wir eh nichts. Die Basic Armor, ja, Stealth gibt's nicht. Das gibt's auch nicht. Shield, ja, Shield gibt's schon. Water. Wie schaut's aus? Ja, hiermit haben wir noch gar nichts, ne? Stimmt, wir haben 14. Aber wir können momentan überhaupt nichts. 8, 9, 10, 11. Was? So geht nicht mehr? Optional 13. Aha. Wir haben kein Dingens, kein Crew Limit, also von daher 8, 9, 10. Ja. Gut. Weil wir keinen Vertrag haben können. So, Piloten haben wir. Techniker sind wohl zu viel, zu wenig. Ist wieder so eine Sache, ne? Schon wieder. Ja, die Militaries. Es wird ja auch immer ab und zu geschrieben, dass es ziemlich komisch ist, wenn man so jetzt beispielsweise die Räume so plant, dass die alle durch jeden Raum laufen müssen. Durch den Militärraum, durch den Pilotenraum, so nach dem Motto, dass keiner von denen eine Privatsphäre hat. Aber ganz ehrlich, wenn du im Weltraum bist, also. Was glaubt ihr denn bitte so im Allgemeinen, wie groß die Privatsphäre dann in so einem kleinen Shuttle oder so aussehen würde? Wie es auch schon heute ist. Also ich meine, also einfach mal vorstellen, so eine Crew von 3, 4 Leuten auf einem so einem, keine Ahnung, auf der ISS-Raumstation oder wie die heißt. Und ich glaube nicht, dass die da jetzt alle ihre 10 Quadratmeter Platz haben, ja. Also die hängen den ganzen Tag nur aufeinander. Und da ist ja so ein großes Schiff hier, mal Gold, ja. Weil hier kannst du ja rumlaufen wie sonst was. Und wenn du dann halt einmal hier als Militärtyp in deiner Military da rumliegst, ja, und keine Ahnung. Und dann kommen da halt mal ein paar Techniker vorbei, das ist es halt so, ne? Also ganz ehrlich, also das fände ich jetzt. Wenn es wirklich so ein großes Raumschiff geben würde, fände ich das überhaupt nicht schlimm. Weil da hat man schon im Gegensatz zu noch engeren Sachen, hat man da wirklich noch viel Freiraum. Es könnte viel schlimmer sein. Meines Erachtens nach. Oder was sagt ihr dazu? So. Na, dann machen wir dann Zweier-Hatch, glaube ich. Oder ein Zweier-Korridor, den können wir ja auch machen. So, dann machen wir eine Zweier-Hatch. Machen wir eine Zweier-Hatch und eine Einser-Hatch. So, dann hätten wir das jetzt schon mal alles. So, wir bräuchten
Ich weiß, dass wir noch ganz viel ausgelassen haben. Wir haben noch nicht die Mining-Sachen gemacht, ne? Die ja eigentlich... Oh doch, da haben wir was. Das ist der Graffiti und das ist der... Graffiti. Gravity. Gravity. Dingens. Das ist der Laser. Ihr auch. Gut, dann gehen wir mal eine hoch. Ja, hier waren wir noch nicht fertig. Hier müssen wir noch die Nein, ich will den Advanced Gravity Typen haben. So, und dann kommt da unten drunter direkt die nicht passende Mühle. Ach, ist das schön. Okay, wir machen das so. Aber... Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ah, das würde klappen. Machen wir das so, okay. Mir ist zwar nicht so ein Fan davon, weil das jetzt total unsymmetrisch ist, aber... Ja. Anders geht's irgendwie nicht so wirklich. Es ist da noch viel unsymmetrischer. Tun wir das jetzt einfach hier hochpacken. Nein, warte, das müsste jetzt anders sein. So. Ja, das sind Luxusprobleme hier. So. Und da tun wir jetzt wieder... Ja, gut. Ah, ist ja schön. Ich bin wieder fröhlich hier. Alles gut gemacht. Hachi Hachi. Dann tun wir mal die Hachi dahin. Hachi Hachi. Ja, jetzt weiß ich, warum ich das gerade eben gemacht habe, weil ich jetzt es hier nicht machen kann. Das heißt, ich muss jetzt die Ore Mill nach hier. Auch nach da. Was ist ja dann wieder? Ne? No? Oh Gott. So, da hätten wir jetzt ein, da könnten wir jetzt eine Zweier machen. Machen wir auch. Lodge Hachi. Jetzt haben wir das Problem mit der Treppe. Ernsthaft? Also eigentlich müssen wir hier das dahin und das muss dahin und das jeweils bei der gleichen Seite. Damit wir die Stairway direkt verbinden können, ohne dass wir jetzt hier noch ein großes Schnickschnack machen. Oder... Korridor. Haben wir das X? Gott, das passt hier gar nicht hin. Das ist so fett. Okay. Ein L passt hier auch nicht hin. Doch, so würde das da hin passen. Aber das ist ja nicht das... Warte, wir wollten... Ein T könnten wir nehmen. Ein T könnten wir nehmen. Ist aber voll der Umweg. Ernsthaft. Es ist... Ja, es ist eigentlich voll der Umweg. Wie ist das denn jetzt hier unten? Hier unten müssen wir auch noch erstmal... Wir machen jetzt erstmal... Das hier wieder frisch. So. Weg damit. Weg damit. So, du kommst jetzt hier nach unten. Damit du nach da kommst. Dann kommst du nach da. Dann kommst du nach da. Das gleiche jetzt hier hinten. Was? Oh nein, nicht schon wieder diesen Bug. Nein. Nein! Habt ihr das gesehen? Da war wieder der Bug. Was zum... Warum ging das denn jetzt nicht? Oh Gott, ich hab Befürchtungen. Und das alles nur wegen dieser Sache, wegen dieser... Wo ist denn das Zeugs jetzt hier hinten, war das, ne? Baut direkt einfach den hier hin. Der hier kommt weg.
Jetzt kommen die noch auf komische Ideen. Das geht jetzt immer noch. So, jetzt holen wir uns die Hatschis wieder. Einmal hier. Wir könnten sogar hier zwischen auch eine machen. Machen wir doch mal. Da auch eine. Und jetzt brauchen wir noch die Zweier. So. Jetzt brauchen wir hier unten noch was. Und zwar wieder Mining-Zeugs. Wir haben hier zwei Laser. Und hier haben wir auch zwei Laser. Und da haben wir noch einen Laser. Das wird richtig witzig. Die Galley, die müssen wir wahrscheinlich nach hier verlegen. So, was haben wir denn sonst noch? Wir müssen erstmal diesen... Ich glaube nicht, dass wir beide Seiten machen können. Weil wir müssen noch diese... Ja. Den könnten wir höchstens direkt... unter dem Laser platzieren. Müsste eigentlich reichen, wenn wir einen haben, oder? Ach, der geht nur so? Oh, theoretisch hätte man hier auch einen, ne? Aber da haben wir jetzt ja die Treppe. Und ich bin der Meinung, dass wir doch drei Treppen brauchen für dieses Teil. Für die Effizienz, dass die da irgendwie nicht alle nur eine Treppe haben, wo sie hinlaufen können. Weil das würde zu lange dauern, wenn man von hier jedes Mal hier hochlaufen muss, während man eigentlich theoretisch, wenn man, also wenn man beispielsweise hier auf dem Deck hier wäre, ja, dann müsste man erstmal hier runterlaufen und dann müsste man hier wieder hier hochlaufen, aber anstelle dann halt einfach von da nach da runter. Also das ist schon eine große Zeitersparnis, denke ich mir, für die Leute. Ja. Deswegen mache ich den ganzen Kack hier mit den vielen Treppen. Ich meine, es sind nur drei Treppen, aber ich denke mal, die Treppen sind relativ gut platziert. Und, ja, mehr brauchen wir eben auch nicht. So, hier könnten wir jetzt das und dann noch eine Einser-Hachi. Hier noch eine Einser-Hachi. Und da noch eine Einser-Hachi. So. Gut, dann machen wir jetzt bei den Mining weiter, weil wir sind ja noch nicht fertig. Wir waren ja jetzt nur bei der hier unten. Haben ja hier unten und da noch eine. Dann gucken wir mal. Schießen würde ich ja hier zwischen, ne? Aber geht nicht. So, hier. Geht leider auch nicht. Warum geht da nicht? Ach ja, wegen dem Scheiß, ne? Ja. Aber theoretisch... Ich bin mir jetzt ernsthaft nicht sicher, ob wir dann jetzt, weil die jetzt da auseinander sind, ob wir jetzt dann dementsprechend halt zwei, eine hier hinbauen müssen und eine da hinbauen müssen. Aber theoretisch reicht doch der hier auch aus, oder? Okay, warte mal. Da haben wir einen. Wir bauen das jetzt hier auch so. Da haben wir einen. Und hier haben wir einen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, was wir hier bauen. Weil, ja. Wir so in etwa die einzigen sind, die das gerade spielen. Und davon auch Videos machen. Hier unten kann ich sowieso nichts bauen. Ich hoffe nur, dass man das dann dahin schleppen kann direkt, weil sonst sieht es echt übel aus. Und hier kann man einen ganz großen Gang runter machen. Ja. Da braucht man nicht mehr viel. Wir brauchen nur noch ein bisschen Strom, das können wir direkt hier unten hin machen. Wir brauchen Strom und Cooling Supply jetzt, ne? Ja, Strom und Cooling Supply brauchen wir. Gut, dann machen wir ein bisschen Cooling Supply. So viel wie es nur geht hier unten hin. Ja, das geht natürlich wieder nicht wegen dieser einen Sache, weißt du.
Wegen dieser einen Sache da unten kann ich das dann nicht hinbauen. So, wir haben jetzt 700. So, dann machen wir hier nochmal ein L hin. Und dann nehmen wir nochmal das hier, weil wir das andere ja nicht machen können. Hier unten können wir nichts hinbauen. Mal eine doofe Frage. Können wir das eins nach da schieben? Können wir. Dann machen wir das auch. Weil... Warum überhaupt? Ich weiß es auch nicht. Aber könnten wir da jetzt noch irgendwie hier oben was hinbauen? Nee, aber die andere. Die könnten wir da noch hinbauen. Gott, jetzt sind wir gerade bei 1200. 1600. Wir brauchen 2600. Ach du Heilige. Wie schaut's denn unten aus? Ja, hier müssten wir auch noch ganz viele Cooling Units hinpflastern. Das machen wir jetzt auch einfach. Wo war das? Da haben wir angefangen. Da. Und da. Da. Und da. Gut, dann gehen wir nochmal nach oben. Bauen hier nochmal irgendwo eine hin von denen. Da. Und da. Wir haben dann halt ein bisschen mehr. Vielleicht ist es auch gut so. Oder wir werden daran sterben, weil wir zu viel haben. Dann noch ein Generator N. Hier einen hin. Kann man da? Nee, da kann man keine zwei voneinander. Hier noch ein. Ach du heilige Scheiße. Was? Wir brauchen 10.000? Ernsthaft? Also ich habe nichts gesagt. Nee, ich habe nichts gesagt. Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Ich habe überhaupt nichts zu erzählen. Das schaffen wir doch im Leben nicht. Zumindest nicht mit dem Zeug, was wir entwickelt haben. Kannst du mir doch nicht erzählen. Ach du heilige Scheiße. Jetzt sind wir gerade bei... Oh Gott im Himmel. Okay, hier können wir nichts mehr bauen. Da können wir auch nichts mehr bauen. Könnten vielleicht... Da können wir auch nichts mehr... Alter, können wir hier was bauen? Hier könnten wir mal eine bauen. Können wir hier oben noch irgendwas bauen? Hier können wir einen bauen. Können wir hier noch einen bauen? Sieht schlecht aus. Hier könnten wir einen bauen. Hoho. Leute, wir scheitern am Strom. Was frisst denn so viel Strom? Jetzt sag mir nicht der Laser. Klar, der Laser. Was denn sonst? 200. Aber weißt du was? Dann würde ich mal sagen, ciao. Ciao. Und ciao. Ist immer noch viel zu viel. Okay, wie wär's, wenn wir nur von den zwei hier oben... Warte mal, was haben wir denn auf der anderen Etage? Da haben wir einen da oben, ne? Okay. Auf jeder Seite einen da oben, okay. Das heißt, die anderen da unten, die werden wir jetzt rausschmeißen. Die werden wir jetzt hier alle rausschmeißen. Weg damit. Das kommt auch weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das ist immer noch viel zu viel. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Und das kommt weg. Ja, jetzt nähern wir uns dem Bereich, wo man was machen könnte. Ja, mach mal so. Das ist der Hammer. Da wir jetzt sowieso nicht mehr so viel hier haben, können wir auch das alles wieder ein bisschen anders anordnen.
gucken wir mal, wie wir das machen. Theoretisch können wir die Sachen jetzt auch alle wieder nach hier vorne hinziehen. Ja, bis auf die natürlich. Die können wir nicht nach vorne ziehen. Können wir die... Ach, scheiße. Jetzt habe ich diese Back schon wieder hier. Die war hier hinten, die Galley, oder? Ja. Und warum kann ich die jetzt wieder nicht anwählen? Kann ich sie jetzt anwählen? Danke. Ja, das sieht gut aus. Okay. Das nehme ich. So. Können wir nicht die Generatoren direkt auch alle nach hier unten machen? Kommt mir auf jeden Fall ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen sicherer vor. Kann man hier noch was hinbauen? Wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt machen. Also wir haben jetzt genug Cooling momentan, aber nur ganz kurz vor knapp Cooling. Also meines Erachtens nach. Weil es sind nur noch 50 Kilowatt, die wir zu viel haben. An Kühlungseinheiten. Hier müsste man, glaube ich, noch irgendwas rein tun können. Ach ja, das ist ein Power Switch. Das ist der kleine. Ja. Generator S haben wir. Cooling Unit S, die müsste man. Hier konnte man auch eine hinbauen, okay. So, wir bräuchten aber noch ein paar Techniker. Ich denke, hier könnten wir vielleicht. Ja, oder anstelle von den Cooling Units ein paar Techniker dahinstellen. Gucken wir mal. Ach ja, das ist dieses. Was ist denn hiermit? Okay. Das ist halt viel zu groß dafür. Wir könnten da höchstens. Stimmt wieder. Medics, ja. Nee, auch nicht. Ich glaube, das ist ein Dreier, oder? Medics könnten wir hier unten wieder hinpacken, wie sonst ein Kack. Zwei von. Wo sind denn unsere Medics überhaupt da unten? Vielleicht sind zwei Medics mehr gar nicht mal so schlecht. Machen wir hier unten. Also. Oh! Wie viel sind das jetzt? Okay. Cool. Nehmen wir viel dazu. Gut. Dann haben wir hier unten die Medic-Station. So, jetzt kommt da noch eine Zweier-Hedge. Ist das auch zusammen gedingst? Aber wir brauchen immer noch Techniker. Bis zum geht nicht mehr. Die müssen wir auch am besten dahin pflanzen, wo die Bridge ist in der Nähe. Also wir haben... Wo ist denn unser Techniker überhaupt? Da ist das Militär. Das ist schon mal gut. Da haben wir nochmal Militär. Radio. Da ist der Techniker. Hier ist ein Techniker. Piloten. Okay, wir brauchen hier noch Techniker. Am besten hier unten. Die können wir nicht wegmachen. Die Docking. Den Generator könnten wir austauschen. Den brauchen wir nicht unbedingt hier unten. Den brauchen wir nicht. Nee. Wir machen da jetzt. Wie viele Techniker sind das? 8 Stück. Klar, warum nicht? Gut. Dann haben wir jetzt 8 Techniker. Zu wenig Energie. Joch. Läuft.
Ja, was können wir denn sonst noch? Also die Crew Limit 26, Alter, auf diesem kleinen Schiff. 26. Also ich habe irgendwie sehr dolle die Befürchtung, dass wenn wir hier nachher halbwegs mit fertig sind, dass da wieder irgendwas nämlich nicht funktioniert. Weil ich nämlich gerade überlege, diese Air- und Water-Supply-Sachen, die werden ja erst dann hochgerechnet, wenn du die Teile auch, glaube ich, wie soll ich sagen, ich muss hier gucken, wenn man die auf unter Strom stellt, also dass die Strom haben, dann kann man das erst sehen, glaube ich. Water. For one crew member for 70 months. Haben wir denn überhaupt den L? Nö, was haben wir denn hier für einen Kack hingebaut? Achso, das ist Water Treatment. Das ist hier hinten das, ne? Ja, wir haben jetzt noch gar kein Wasser hingepflaumt. Wir sind ja auch ernsthaft geil. Deswegen wahrscheinlich. Das wird witzig. Wir müssen jetzt noch ganz viel Wasser da reinbauen. Also theoretisch könnten wir die hier hinbauen, wo die Advanced Water Sachen sind. Und die könnten wir dafür hier unten hinbauen. Den Generator tun wir kurz zur Seite. Und da tun wir jetzt. Wie schaut das aus? Oh, jetzt irgendwas? Ja, Energy Supply ist natürlich wieder runter. Ach du heilige Scheiße. Wir haben noch keine Tanks, oder? Haben wir Tanks schon? Wir haben noch keine Tanks. Kannst du mir noch nie erzählen, dass wir Tanks haben? Oh Gott, die müssen wir auch noch. Ja. Dreihundert Tonnen, das ist aber nicht viel. Also 600. Ach du Heilige. Ich habe keine Ahnung. Wir werden einfach schauen. Aber ich glaube, dass ich theoretisch auch noch ein Cargo brauchen müsste. Weil theoretisch, wenn man diese Sachen da halt, wie soll man sagen, einsammelt. Wir müssen die doch eigentlich auch noch wohin, oder nicht? Also diese ganzen Sachen, die man da abbaut. Also dieses Spiel ist manchmal sehr nervenaufreibend. Am besten man baut sich eine Checkliste, wenn drauf steht, was habe ich schon getan, was muss noch getan werden. Damit man nicht vergisst, was wichtig ist. Also was Wichtiges vergisst. Also. Ach, scheiße. Und er haben wir, glaube ich, bis jetzt auch noch nicht, ne? Können wir da unten irgendwas bauen? Nein, hier unten ist eigentlich theoretisch schon alles zu. Okay, was ist mit dem? Scheiße. Das Problem ist, das ist immer nur drei, weißt du? Was ist mit dem Kleinen? Ja, das bringt hier überhaupt nichts, oder? Ein Crewmember für. Ach
Wir haben mehr Wasser, als dass wir Sauerstoff haben. Ich freue mich schon wieder. Können wir die Generatoren nicht irgendwo anders hinpflaumen? Das würde ja theoretisch klappen, wenn wir die hier hinbauen. Weil dann haben wir jetzt gerade mal ein Crewmember für 50 Mons. Da bräuchten wir eigentlich zwei bis mindestens drei Stück von. Die Sache ist die. Wenn wir das Cargo hier runter tun, dann könnte da vielleicht noch was. Wir versuchen es mal. Da geht es nicht mehr weiter runter, es geht nur bis hier runter. Aber ich glaube, das reicht da nicht. Es reicht für einen Large Air Tank, super. Das war es dann aber auch. Oh Gott. Was mit so einem Medium Tank? Eins. Ja, dir geht leider nicht so, ne? Sieht er ja. Oh je, Mini. Mal runter. Können wir hier was machen? Nee. Oh Gott im Himmel, das ist echt gerade wieder. Halleluja. Die Sache ist halt auch die, die brauchen immer alle so viel Platz. Das ist jedes Mal so ein beklopptes Kistchenrätsel hier. Kästchen, nicht Kistchen. Also hier könnten wir einen hinbauen. Vielleicht sogar den großen, oder? Können wir den großen hier hinbauen? Ja, den könnten wir sogar hier hinbauen. Theoretisch. Ja, den könnten wir da hinbauen. Ja, wir haben uns ja leider alles vollgestellt wegen den Sachen. Und die kann man halt, das ist. Nee. Ja, okay, hier könnte man theoretisch auch was hinbauen. Was haben die? Die haben 5, ne? Die haben 1, 2, 3, 4, 5 mal 5 haben die. Ich jetzt hier einen von denen hinbaue. Hier das genauso mache. Muss ich die Generatoren und die Wassertanks woanders hinstellen? Die könnte ich theoretisch hier hinbauen. Zumindest die Wassertanks. Wo bekommen die Generatoren hin? Müsste man da hinbauen. Gut, dann versuchen wir das nochmal. Was hatte ich jetzt vor, den großen hier hinzubauen, ne? Eins. Zwei. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir hier noch einen hinbauen können. Wenn mehr als gar nichts. Okay. So, jetzt brauchen wir natürlich Wasser und Energy. Den kleinen Generator. Ach ja, hier hinten wollten wir noch Wasser, nicht Wasser, nochmal Luft reinbauen. 4,6 Month. Mhm. Also für 6,5 Monate. Kann man da noch ein Kleid hinbauen? Ja, komm, das machen wir. Thank you.
Alter, ich will eine Large Hedge haben. Nein, eine Large Hedge. So, gut, wir haben genug Air Supply erstmal. Jetzt brauchen wir noch Worte. Das haben wir ja gerade eben wieder rausgeschissen. So. Ich hab's mir gedacht. Wir werden nicht genug Strom kriegen. Brauchen wir überhaupt eine Dockingstation? Das reicht doch schon, wenn wir Landing Gear haben, oder? Aber selbst wenn wir die wegschmeißen, können wir da ja trotzdem nichts hinbauen, oder? Doch, theoretisch könnten wir hier was... Ja, aber dann haben wir immer noch das Problem mit den Generatoren, dass das so wenig sind. Wie schaut es denn aus mit dem Cooling? Cooling Supply ist in Ordnung. Wir brauchen aber noch ganz viel Energy. Also Water, keine Ahnung, wie lange das braucht, wie lange das durchhält. Können wir hier einen großen bauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, da fehlt natürlich wieder ein Kästchen, ne? Kennen wir ja woher. Ist gerade am Überlegen, wie viel? Wie viel macht das? Das war jetzt für 50 Monate, ne? Hier mal kurz gucken. Ja. Das war jetzt für 50 Monate. Will ich jetzt aber von dem Kleinen machen? Er hat 20 Tonnen. 20. Wie oft könnten wir die nochmal hier hinbauen? 1. 2. Ja, da haben wir dann einen Platz verschenkt, sozusagen. Darum geht's. Ach ja, es ist zum Schießen. Also beim nächsten Mal muss ich mich mal wieder auf die... Ich weiß nicht, ob brauchen wir überhaupt so viel Luft? Ich meine, ein bisschen Luft ist jetzt schön und gut, aber vielleicht tun wir den hier einfach weg. Komm, wir tun den weg und da tun wir jetzt dafür Strom hin, weil ganz ehrlich, wir brauchen Strom. Was soll das denn, wenn die alle genug Sauerstoff haben, aber überhaupt nirgendwo hin können damit? Also... doch voll für den Allerwertesten. So. Wir brauchen noch was Strom. Nicht das. Alter, wie kommen wir denn bitte schön auf diese große Zahl da irgendwann? Können wir doch irgendwie gar nicht schaffen. Gott im Himmel. Kann ich dich auch noch ein bisschen nach unten? Eins? Eins nach unten, ja? Jetzt hier so ein... Warum nicht? Was? Ach, der ist zwei nach unten. Das ist nur ein bisschen dieser scheiß Luft, ey. Kann man die Luft nicht nur woanders hin tun? Stairway to heaven. Nö, 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 nö. Damn stairway to heaven. Gott, wir werden hier nie mit fertig. Ich sag euch dann. Oh, wir haben jetzt genug Water and Air Supply gleichzeitig. Das ist schon mal eine coole Sache.
noch ändert das nichts daran, dass wir nicht genug. Ja, ganz ehrlich, ich tue euch jetzt raus. Wir brauchen keinen. Als ob. Das wird genau nachher wieder die Sache sein, die ich verkackt habe. Ich sehe das jetzt schon kommen. Okay, jetzt haben wir genug. Aber jetzt haben wir zu wenig Cooling Supply. Wenn ich jetzt Cooling Supply mache, haben wir jetzt gleich wieder das Problem, dass ich zu wenig Power habe. Ich kann es euch jetzt schon sagen. Ich sehe das jetzt schon. Okay. Jetzt müssen wir noch die ganzen Hatches machen. Und wenn wir die noch haben, dann müssen wir wieder... Ihr wisst, was ich meine. Dann müssen wir wieder schön... uns mal um den Strom kümmern. Oh ja, das wird witzig. Das wird witzig. Ich lache jetzt schon. So, wir brauchen mal eine Large Hatch hier. Was haben wir hier? Hier brauchen wir eine ganz normale Hatchy. Oh je, ich sehe es kommen. Hier brauchen wir eine T-Kreuzung. Ich brauche eine T-Kreuzung, bitte. Wir werden sowas von wieder Probleme kriegen. Oh je. Und warum? Nur wegen der Hedge. Oh, Backe. Hier fehlt noch die Verbindung. Gut, das haben wir. Wir haben das ganze Deck hier voll, ne? Hier fehlt nirgendwo eine Verbindung zu irgendeinem Raum. Gehen wir mal runter. Ist ja nicht so, dass wir fertig wären. Da. Seht ihr? Wir dürfen wieder was Schönes bauen. Ja, und hier könnte man noch eine 2 machen gleich. Das. Hallo. Das. Und das. Also das Militär könnten wir zur Not auch woanders. Das brauche ich jetzt. Das ist eigentlich ziemlich bumpe hier irgendwie. Hier müssen wir noch den Power. Switch. Generator, Dockingstation, die können wir mit einer 2er nach da verbinden. Hier brauchen wir auch noch eine 2er, ne? Ja, die Dockingstation, gut. Hier oben fehlt noch eine 2er und auf der Seite oben auch. So, jetzt müsste eigentlich alles miteinander verbunden sein. Und wir dürfen glatt nochmal 1000 Sachen dazu verdienen hier. 1000 Strom brauchen wir noch. Gut, die machen wir jetzt noch. Die kriegen wir schon noch irgendwo hin. Wir brauchen nur zweimal die hier reintauen. Oh Gott, ernsthaft? Naja, okay, wir brauchen keine 2000. Wir brauchen keine 1000. Wir brauchen. Komm, das kriegen wir schon irgendwie noch geschissen, oder? Wenn man das Militär
Wenn man das Militär nach oben verschiebt, hätten wir hier nochmal eine 300er. Und wenn man das Militär von da nach da oben schiebt, geht das gar nicht. Weil wir, da haben wir da unten Advanced Life Support. Die Hedge hier unten ist überflüssig. Die auch. Momentan zumindest. Also wir könnten hier ein, wenn wir das Militär ein bisschen nach oben verrücken. Das machen wir jetzt auch. So, hier bauen wir jetzt einen Generator nochmal hin. So, und jetzt ist es eigentlich... Hier bauen wir jetzt, was bauen wir denn da hin? Man hätte eigentlich theoretisch, was ich ja schon öfters mal gemacht habe, auch auf die Kosten gucken müssen von den Hatches. Hier haben wir zum Beispiel 6 und 5. Und so ein Korridor kostet nur 2. So ein 2er-Korridor anstelle von der Large Hatch. Also eigentlich hätte ich fast alle 2er-Hatches zu einer 1er machen sollen. Oder, wie gesagt, ein Large Hatch wäre anstelle von 2 Hatches nebeneinander, weil es gibt ja auch so Sachen, wo du nur 2 hast und da bringt es dann wenig. Da 2 Hatches nebeneinander, weil die kosten 10 insgesamt, während eine Large Hatch nur 6 kosten. Gut, dann brauchen wir noch hier ein paar Hatchis. Und dann würde ich sagen, sind wir erstmal hoffentlich mit unserem Stromproblem vorbei. Zu Ende. Ja. Und es ist alles connected. Es müsste alles connected sein. Ist alles connected? Nichts, was rot angezeigt wird. Aber hier gefällt mir was nicht. Danke. Ja, gut. Dann haben wir das Stromproblem schon mal gelöst. Ja. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann darum kümmern. Ich weiß nämlich nicht, ob die auch sowas brauchen wie das Cooling-System. Sieht aber so aus. Dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!